großen Hersteller blicken in die Zukunft der Mobilität. Die E-Mobil-Projekte von VW, Mercedes und Detlef beweisen es. Im Caravaning-Bereich setzt Detlefs mit seiner neuen Caravan-Studie eCoco Maßstäbe. Das ist der erste elektrisch angetriebene Caravan. Wohnwagen mit eigenem elektrischen Antrieb. Das ist das absolut Besondere. Er hat natürlich 80 Kilowattstunden Batteriekapazität. Das heißt, da kann ich bei einer normalen Anwendung kann ich 16 Tage am Stück autark stehen, ohne dass auch nur ein Sonnenstrahl runterkommt. Aber das Besondere ist eben einfach, dass ich über diese Technologie auch die Möglichkeit habe, mit einem Elektro-Pkw einen Wohnwagen zu ziehen, weil er nämlich plötzlich darin unterstützt wird. Und das ist eigentlich das Sensationelle. Das heißt, man gewinnt beim Berg runterfahren Energie zurück. Das kommt dazu. Diese Rekuperation stimmt, also wenn ich dann runterfahre, wenn ich bremse, also immer in dem Moment, wenn ich bremse, dann erzeugen die Motoren, eigentlich die Antriebsmotoren, werden dann zu Generatoren und erzeugen Strom, ja. Außerdem bietet der Coco außer der Technik auch innen schönes Design. Wir sehen da viele, viele Möglichkeiten und glauben einfach auch fest daran, dass der Elektromobilität die Zukunft gehört. Wir werden nicht in ein, zwei Jahren umstellen können, aber wir glauben, zumindest mittel- und langfristig wird es auch im Caravan über die Elektromobilität einziehen.